Heute bauen wir so einen Nabenmotor in einen alten Kettcar ein. Der Motor ist ein 250 Watt, 36 Volt Bürstenmotor mit Getriebe, der eigentlich für ein E-Bike gedacht ist. Den habe ich vor ein paar Jahren für ca. 40 Euro auf eBay gekauft. Als ich letztens geschaut hatte, gab es ihn leider nicht mehr. Zuerst befestigen wir ein Fahrradritzel mit Hilfe der vorhandenen Gewindelöcher am Motor. Wir wollten die Kette öffnen, doch sie passte nicht in den Kettentrenner. Deswegen verbessern wir ihn mit der Flex. Mit einem Vierkantrohr und zwei weiteren Stahlprofilen schweißen wir den Nabenmotor fest. Für die Achse des Motors flexen wir zwei Nuten in die Profile. Aha, schlecht. Mist, die Kette. Scheiße. Okay, nochmal. Bin ich angespannt, verdammt nochmal. Unten fügen wir einen Kettenspanner ein. Gas geben geht über einen normalen Drehgriff, der am Originalbremshebel festgeschraubt ist. Das ist die erste Testfahrt mit einem 1 Kilowatt Controller und ein 48 Volt Akku. Oh, du Scheiße. Da war es schon Nacht, deswegen filmten wir auch nicht weiter. Am nächsten Tag bemerkten wir, dass die Motorachse sich leicht in der Nut durchgedreht hatte. Deshalb stellen wir zwei Dropouts aus Flachstahl her. Weil es nicht möglich ist, die Dropouts zu schrauben, schweißen wir sie einfach mit zwei Punkten fest. Das Fahrgefühl ist mit diesem Kettcar wirklich sehr geil. Weil der Schwerpunkt relativ hoch ist, hat man in den Kurven ein Gefühl von Schleudern. Und weil man sehr nah am Boden ist, hatte mein Freund die Schnelligkeit auf 30 bis sogar 40 km pro Stunde geschätzt. Der Kettcar kann eine maximale Geschwindigkeit von 28 km pro Stunde erreichen, was für seine Konstruktion schon viel ist. Fast zu viel. Die Bremse ist aber unterirdisch schlecht. Sie bremst fast nicht. Aber es ist gut, es verleiht dieses Gefühl von Sterben, dann ist es nicht so langweilig. Ja, das war's mit diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo, falls du meine nächsten Videos nicht verpassen möchtest.